Guten Morgen, Leute, von einem komplett verregneten Herbsttag hier aus Köln. Falls ihr die letzten Vlogs gesehen habt, dann wisst ihr zum einen, neue Spiegelkollektion ist draußen, Leute. Spiegelstore.de, Link in der Beschreibung. Könnt ihr auschecken, unter anderem diese Jacke hier. Und dann wisst ihr auch, Philipp ist in Town, Leute. Philipp ist mal wieder hier zu Besuch in Köln. Er war gestern schon im UFO. Heute kommt er wieder vorbei und er hat einen Plan, was er heute hier mit mir machen möchte. Hallo. Alles klar? Hallo! Ja? Gut, ja. Hast du schon gefrühstückt? Ja, danke nochmal für das Frühstück, Philipp, ne? Hast du gleich aufgegessen, sehe ich. Ja, so ein bisschen hab ich gegessen, Leute. Es war voll, ja? Nebenbei noch ein bisschen hier am Vlog weitergeschnitten. Aber jetzt, was hast du dir für heute ausgedacht, Philipp? Was willst du machen? Ich hab mir überlegt, Leute. Ihr habt mich so viel auf Instagram gefragt. Philipp, wie machst du diese Carporns? Wir wollen wissen, wie du das machst und so. Und da habe ich mir gedacht, ich ruf mal Felix an. Er hat ein neues Auto. Ich hab's noch nicht so wirklich richtig abgecheckt. Und dann machen wir mal einen vernünftigen Carporn und ich zeige euch, wie es funktioniert. Wir nehmen auf jeden Fall noch die A7S mit, Leute, mit 50-1.2 Objektiv. Sehr, sehr nice Objektiv. Passt auf jeden Fall auch perfekt für Carporn. Und zusätzlich noch ein 24er 1.4, dass wir auch noch ein bisschen weitfähiger sind, aber trotzdem eine Unschärfe haben. 18er ist auf der Kamera drauf. Das alles kommt rein, Leute. Hier schön Spiegel in den Rucksack. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, wo wir hinfahren. Wir haben jetzt hier gerade schon mal eine gute halbe Stunde rumgesucht, Leute, was denn irgendwie so gute Orte sein können. Also Lost Places, weil das ist ungefähr so der Look, auf den wir hingehen möchten jetzt bei dem Carporn. Aber dann ist es halt schwer, noch Orte zu finden, wo man mit dem Auto hin kann. Jetzt ist schon immer so mit Street View, Leute, gucken wir so längs, ja, könnte es da vielleicht noch offen sein und so weiter. Aber das sind ja auch schon so verlassene Fabrikgebäude. Und hier ist der Eingang, aber ich glaube nicht, dass das Tor halt immer offen ist. Schwierig. Aber wir haben jetzt einen Ort gefunden, der ganz gut aussieht und auf den kann man auf jeden Fall fahren. Wir fahren doch da dann sowieso dran vorbei, ne? Ja, dann können wir da auch noch gucken. Ja, gucken wir sonst da fahren wir da. Und ansonsten fahren wir da. Auf geht's. Dann können wir so sein. Auto hier hinstellen. Wir sind auf einer relativ verlassenen Straße. Ich hoffe, es kommen nicht so viele Autos hier vorbei. So wie er hier. Der ist aber richtig genervt. Hä? So gar kein. Warum stehen die hier? Ja, wir haben uns extra hier so eine kleine verlassene Straße ausgesucht. Schöne Wasserspielung, schön industrial. Wir haben hier. Wie heißen die Teile eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das machen wir auch, wenn man so einen Graben so buddelt. Ach, hier rum, stimmt. Dann ballert man die da so rein. Ja, das ist ja so Trenner einfach. So Trenner, ne? Ja, ja. Das sind gelbe Trenner. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, da oben sind noch irgendwelche alten Leitungen, die schon extrem verrostet sind. Wir haben noch eine Dixie-Toilette hinten drin. Also, wenn man während des Drehs irgendwie mal Toilette muss, ist hier auch für alles gesorgt. Fehlt nur noch ein bisschen Catering, ne? Catering, ja, hol ich gleich. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, Leute, können wir auf jeden Fall jetzt einen fetten Carporn drehen, oder? Boom. Aber diese Spiegelung hier alleine, ey, das sieht wirklich. Das so sieht gut. Schon mega nice aus. Ja. Philipp, wie fängst du denn jetzt an, ne? Ja, ich weiß, ich bin gerade überrumpelt gerade so ein bisschen, weil einfach alles geil aussieht. Wir sind gerade eben auch schon so einen Innenhof reingefahren, habt ihr vielleicht in den Cinematic kurz gesehen. Sind da so ganz vorsichtig rumgefahren mit dem Auto. Sind immer so runter, wieder hoch und alles so baufällig. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, tun wir noch ein bisschen weiter und tatsächlich... Hat's geklappt, ne? Ja. Also ich meine, die Brücke wäre eine gute Alternative gewesen. Ja, ja. Aber hier ist noch geiler. Hier ist noch geiler. Oh, und den Ort, den ich euch vorhin gezeigt habe, da war ja das Tor offen und dahinter waren Bauarbeiter, ne? Und das war so ein altes Streetview-Foto. Wir sind da gerade vorbeigefahren, das Tor war wieder offen und Bauarbeiter wird immer noch dazu gegangen. Das sah fast original genauso aus. Wir haben uns echt überlegt, da reinzufahren, aber stand Privatgelände, ja. Nur für Baustellenfahrzeuge und es waren Bauarbeiter im Gelände. Wir dachten, lieber nicht, da hinten stand auch so einschutzgefährdet, was da hinten ist. Ich meine, ich sag mal so, ne, wenn das gelb wäre, dann könntest du vielleicht noch als Baustellenfahrzeug durchfahren. Ja, dann müsst ihr einfach folieren. Alles gelb, dann so eine gelbe Blinkanlage aufmachen. Dann noch irgendwie so ein Baggervorbau oder so. So, hier Leute, das muss natürlich nochmal weg. Gewaschen ist er jetzt nicht, aber das passt aber, zur aber das Umgebung. Passt, ja, zur Umgebung passt. Kann man das machen, ja? So sieht das hier aus, Leute, wenn Philipp einen Carporn dreht. Das größte Problem, wenn man zu zweit so einen Carporn macht, ist halt, dass man sich immer in den Weg kommt. Also wenn ich jetzt gerade versuche, hier so einen Shot zu machen, ist Philipp da. Und wenn Philipp von da einen Shot macht, bin ich hier. Das heißt, man muss immer gucken, dass man sich irgendwie ein bisschen abspricht. Get the shot, Felix, get the shot. Muss also. So ist gut. So langsam haben wir hier, glaube ich, alles abgefilmt. Es ist an der Zeit, Leute. Ihr wollt sehen, was Philipp hier aus diesem Auto rausholen kann. Deswegen labern wir nicht länger weiter, Leute. Ich glaube, wir haben genug geile Shots. Jetzt kommt Philipps Carporn von meinem neuen Auto, den C63S AMG. Viel Spaß!
Das war er, Leute, der fette Carporn von Philipp. Ja, ey, du hast mitgefilmt. Ja, klar, gehört immer Teamwork hier auf jeden Fall. Jetzt auf einmal hinter uns so ein fetter Bus. Ja. Dankeschön. Perfekt. Aber hat Spaß gemacht, ne? Alter, hat ja wohl mega Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Und also mit die Location haben wir echt Glück gehabt. Das ist nur durch Zufall haben wir die gefunden. Wir haben ein bisschen rumgesucht. Ich meine, ihr habt es jetzt schon gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Leute, dass dieser Carporn jetzt ziemlich fett geworden ist. Und damit, also jetzt gab es schon einen Cinematic-Part vom Auto. Es gab schon zwei Carporns. Also ich glaube, das Auto ist langsam eingeweiht. Ja, jetzt oder? Ist eingeweiht, alles klar. So langsam kann man sagen, ja. Das Auto ist angekommen hier auf dem YouTube-Kanal. Und ihr konntet auf jeden Fall schon visuell zumindest einiges davon sehen. Vielleicht soll ich noch mal ein Video machen so über meine Erfahrung mit dem Auto. Was mir so gefällt, was mir nicht so gefällt. Alle Fragen dazu könnt ihr mir mal unten rein in die Kommentare schreiben, was ihr schon immer mal vom Auto sehen wollt. Und hier für den Carporn, Leute, haben wir das Lenkrad auch schön runtergestellt. Wir müssen das mal hochstellen, so, hey, alles irgendwie so. Aber ich muss echt aber sagen, ich bin so mega zufrieden mit diesem Auto. Es ist natürlich kein Roadster so, ne? Also es ist kein puristischer Roadster, der irgendwie leicht ist, totaler Sportwagen so. So ist es nicht. Ist schon ein sehr schweres Auto, wiegt fast 2 Tonnen. Hat also mit ordentlich Gewicht zu kämpfen und das merkst du natürlich auch beim Fahren. Ist kein KTM Crossbow, ja? Aber die Leistung macht halt einiges wett. 510 PS aus einem 4 Liter V8 Biturbo. Und ich war erstaunt, dass es sich beim Fahren doch ziemlich sportlich für dieses Gewicht anfühlt. Also haben die Ingenieure da bei Mercedes gut gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich eigentlich, sag ich mal, einen puristischeren Roadster so bevorzugen würde. Aber da hast du dann halt nicht so viel Platz, wie du hier hast. Mit hinten noch sitzen oder wo man auch Zeug reinpacken kann. Großen Kofferraum. Du kannst das Dach hier zumachen, komplett komfortabel fahren. Auch so wie normale Menschen im Winter mit Dach zu. Aber ich fahre halt einfach super gerne auf. So viel habe ich gefragt, warum fährst du halt im Winter mit einem Cabrio rum? Aber mir macht es einfach Spaß so. Und wir haben jetzt 9,5 Grad und du hast halt hier diese Funktion, ne, dass du dir hier Sitzheizung und Nackenheizung, dann kommt hier, kommt heiße Luft raus. Und deswegen spürt es sich nicht so kalt an, oder Philipp? Ne, überhaupt gar nicht. Also ich komme voll mit. Ich war auch super überrascht, wie viel heiße Luft da hier hinten rauskommt einfach, ne? Ja, eben. Es ist wirklich richtig, also man, und die Luft legt sich halt so ein bisschen wie so ein Schal um einen herum. Ja. Und dadurch kann man halt auch bei schlechterem Wetter schönes Offenfahren genießen. Weil das für mich, das die Emotion vom Fahren kommt viel mehr rüber. Weißt du, du hörst den Motor mehr, du spürst, wie der Wind vorbeizieht. Du bist einfach, weißt du, es ist mehr, weißt du, so, ne? Hunde stecken ihre Nase raus aus dem Fenster, wenn man fährt. Weißt du, weil es einfach geiler ist. Ja, du hast aber recht. Oder weißt du, man fährt mit einem Zug, weißt du, manchen Zügen kannst du die Fenster aufmachen, so. Das ist schon immer ein ganz anderes Feeling, wenn du da so raus kannst irgendwie so. Mhm. Und deine Umwelt so ein bisschen mehr dadurch mitbekommst. Also ich liebe einfach Cabrio fahren, da geht für mich nichts drüber. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich endlich wieder ein eigenes Cabrio jetzt hier fahren darf. Und ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mit hinnehmen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zum Auto habt, vielleicht mache ich nochmal ein extra Video dazu. Schreibt alle Fragen einfach hier unten rein in die Kommentare. Und fetten Carporn habt ihr heute schon bekommen von Philipp. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Gerne, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall mal bei Philipps Kanal vorbeischauen. Er hat ein komplettes Behind the Scenes gemacht. Da habe ich auch ein bisschen was für ihn gefilmt. Danke, ja, genau. Dass ihr so seht, was er da so, wie er so ein Carporn macht. Wie man das schneidet und so weiter. Das interessiert ja auch viele. Könnt auf jeden Fall mal bei Philipp vorbeischauen. Link zu seinem Kanal Philipp Dorset unten in der Beschreibung. So, und damit würde ich sagen, war es das für den heutigen Vlog. Ich kann immer länger so schnell einschätzen. Ich glaube, heute war es ein bisschen kürzer. Aber dafür super interessant. Das hoffe ich, Leute. Und einen fetten Carporn gehabt. Also mehr kann man sich eigentlich gar nicht. Was will man mehr, oder? Ja. Leute, damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch heute gefallen hat. Und mach's gut. Ciao. Ciao. Boom. Jetzt kann's losgehen. Ja. Dach auf. Sollen wir? Gerne, ich würde echt fahren, solange es nicht regnet. Echt? Okay, dann lass loslegen.